Ja, moin moin und herzlich willkommen zu meiner Map Review von der Halloween Map. Ihr habt schon geahnt, das ist diese Map hier und ja, da werde ich jetzt einfach mal sagen, wie ich die finde. Das ist ja meine erste Map Review, also bitte bewertet die auch mal mit Kommentaren, wie ihr es findet, was euch noch so fehlt. Ich mache das Ganze nach wie vor im Replay-Modus, außerdem passt das bei Maps meiner Meinung nach besser. Also kommen wir ganz zuerst mal zur Optik. Also die Map ist ziemlich ansprechend eigentlich, hat so ein bisschen Halloween-Feeling. So mit den Kürbissen, hier den Totenköpfen an der Wand. Diese Totenköpfe gibt es übrigens auch in den Basen. Das sieht ziemlich schön aus, könnte aber etwas dunkler sein alles hier. So in den Räumen ist das zwar recht schön, aber so draußen ist das alles für meinen Geschmack für eine gruselige Halloween-Map noch ein bisschen hell geraten. Ja, ansonsten aber echt gut geworden und bin ich auch recht zufrieden mit. Die Map ist echt schön. Ja, spielerisch ist die auch ziemlich gut gelungen, die Karte. Es gibt eben sehr viele Wechsel zwischen Langdistanz. Wenn ihr zum Beispiel hier lang lauft, dann habt ihr hier noch eine kurze Strecke, dann hier wieder eine längere und dann wieder kurze. Das ist ein ziemlich häufiger Wechsel, ist relativ anspruchsvoll und unterstützt vor allem durch das Design im Teamplay, weil ihr hier sehr oft Ballungen habt. Hier vorne sitzen zum Beispiel häufig Leute. Und so könnt ihr alleine. Werdet ihr eigentlich viel zu schnell erschossen, um wirklich alleine effektiv rumlaufen zu können. Deswegen ist es ziemlich gut, um Teamplay zu unterstützen. Was mir außerdem echt gut gefällt, ist hier dieses Drei-Ebenen-Design. So, ihr habt hier oben erstmal so quasi Sniper-Platz-mäßig was. Dann habt ihr hier diese mittlere Ebene, die auch noch ein bisschen erhöht ist. Und hier unten dann eben die untere mit den Schleichwegen, wo ihr dann auch noch hier zu den Gegnern kommen könnt. Und das macht das Ganze auch nochmal ziemlich interessant, wenn man immer ein Auge auf mehrere Wege haben muss, von denen der Gegner kommen kann. Nachteil ist natürlich, dass man hier sehr, sehr leicht campen kann. Also hier vorne ist der Spawnpunkt da oben drauf und dann ist es hier drin quasi die Basis und hier kann man wirklich richtig einfach campen. Zum Beispiel vorne hinter der Ecke. Hier kann man hinter, da ist man in die Richtung sogar komplett geschützt eigentlich. Und hier hinten wird auch sehr gerne gecampt, hat man vor allem mit dem Scharfschützengewehr gute Camper-Möglichkeiten. Und das ist eigentlich ziemlich schade, dass die Map so viel Camper-Spots hat, so viel Campen unterstützt. Ansonsten wäre die nämlich eigentlich richtig gelungen. Gibt es nur in Elimination-Spielmodus, ist aber auch kein Problem. Von der Waffenauswahl her ist es auch relativ gelungen. Es gibt definitiv genug Sturmgewehre, hier vorne zum Beispiel. Und leider nur ein Scharfschützengewehr, da kloppen sich auch immer die Leute so ein bisschen rum, hier vorne die AWM. Und ja, ansonsten ist es aber echt gelungen, hier vorne kann man gut rüberjumpen. Also die Map macht echt Spaß, macht Laune, unterstützt Teamplay und ist relativ taktisch. Schade sind natürlich jetzt die Camper, aber insgesamt eine ziemlich gelungene Map, gibt es jedes Jahr an Halloween. Und ja, die Map gefällt mir soweit. Und wenn euch die Review auch gefällt, dann klickt doch auch einfach mal auf meinen Blog. Da findet ihr das Ganze nochmal als Text-Review. Und ja, das soll es dann auch von mir gewesen sein. Wie gesagt, das war meine erste Karten-Review bzw. Map-Review. Bitte sagt mir doch einfach mal, was euch noch fehlt, was ihr verbessern würdet und ob ihr das überhaupt so mögt in Replay, designmäßig. Wobei, in-game kann ich das auch gar nicht aufnehmen. Ansonsten hatte ich zuerst noch die Idee, dass ich so eben bestimmte markante Stellen rausnehme und dann ausschneide. Wisst ihr, dass ich zum Beispiel jetzt von hier filme, dazu labere, aber so, dass ich vorher den Sound quasi aufnehme und dann dazu passende Stücke raussuche, das fand ich aber jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen doof. Ich mache das nicht so gerne, erst zu reden und dann zu filmen. Na, sagt mir einfach, was ihr besser gefunden hättet, ob euch das jetzt so gefallen hat, das wäre sehr freundlich und klickt dann am besten auch nochmal auf meinen Blog. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, das soll's von mir gewesen sein.